Es sei weniger ein Rennen als ein lebendiges Museum. Das sagt Franz Leupi und freut sich enorm, dass das Kerenzer Bergrennen auch dieses Jahr wieder stattfindet. Neu ist das Jahr, dass wir am Freitagmorgen eigentlich schon anfangen mit der Fahrerlagereinrichtung. Und neu ist auch, dass wir das VIP-Zelt vergrössert haben und die ganze Werbung, den ganzen Auftritt nach aussen, Bekanntheit, tun wir ganz massiv fördern. An der Infoveranstaltung redet auch der Gemeindepräsident Thomas Kistler. Er macht vor allem auf die Kritiker vom Alles aufmerksam. Der Gemeinderat steht ausdrücklich hinter dieser Veranstaltung. Aber es ist uns ein Anliegen, einfach auch aufmerksam zu machen, dass es auch Leute gibt, die nicht so Freude haben. Also wir dürfen am Schluss nicht jedes Wochenende so einen Anlass machen. Wir müssen wahrscheinlich auch mal andere Sachen machen. Sonst haben dann wirklich die Leute. Es gibt wieder Druck gross, dass man sagt, hey, jetzt ist dann fertig. Oder? Also ich glaube, wir müssen vernünftig umgehen mit so Anlässen. Die zwar geniessen und uns freuen an dem, was hier stattfindet. Aber am Schluss auch wissen, es gibt ein paar, die nicht Freude daran haben. Wir haben eigentlich schon auch zu bestreben, dass die Leute, die halt wirklich extrem betroffen sind und sagen, wir sind so eingestrengt an diesem Wochenende, dass wir mit denen die Lösung finden. Und auch das letzte Mal haben wir die Lösung gefunden, wir werden sie auch dieses Jahr finden. Aber es ist wirklich ein Thema für uns, das wir ganz ernst angehen. 150 Autos und 50 TÜV sind bereits schon angemeldet. Das Ziel von 200 Autos werden wir problemlos schaffen. Und auch sonst sehen wir gut auf Kurs. Der Fahrplan ist jetzt natürlich, dass wir noch in Detailausschaffungen gehen, Verkehrskonzept. Es gibt so viele Parameter, Abfallkonzept. Also wir haben unzählige Sachen, die man jetzt noch finalisieren und wirklich zu Faden schlagen. Aber wir haben ja alles schon mal gemacht im 18. Wir wissen, was auf uns zukommt und wir sind voll im Fahrplan. Für die Veranstaltung hat Soko ein Budget von 500'000 Franken. Der Eintrittspreis bleibt trotz Verbesserungen auch dieses Jahr wie schon 1970 bei einem 5-Liber.